Vor kurzem, vor 2 Tagen, um genau zu sein, habe ich einen Nachbarn verloren. Möge Allah Azzawajal mit ihnen barmherzig sein und möge Allah Azzawajal ihn und seinen Freund vergeben. Es waren keine schönen Umstände, wie es dazu gekommen ist. Und der eine hat mit der Waffe gespielt. Denn manche von uns meinen ja, sie sind Scarface oder was auch immer, haben zu viele Filme geschaut. Der hat mit der Waffe gespielt und dabei ist der Auslöser irgendwie ausgelöst worden. Wie es der Prophet Al-Islam sagte, spielt nicht damit, richte nicht die Waffe auf deinen Bruder, denn du bist es nicht, der es abdrückt. Der Shaitan hilft dir dabei, abzudrücken, und hat ihn tödlich getroffen. Ein somalischer Bruder, 18 Jahre alt. Eine Subhanallah. Und das kann jedem passieren. Wenn nicht so etwas anderes. Und dann kehrst du zurück und dann nimmst du nur das, was du getan hast mit. Oder das, was du hinterlassen hast an guten Dingen, die weitergehen nach deinem Tod. Aber nicht mehr und nicht weniger. Aber auch deine Sünden wirst du mitnehmen, wenn du nicht davor bereut hast. Aber auch deine Sünden wirst du mitnehmen, wenn du davor nicht bereut hast. Ja,